Hey Leute, dieses Video ist für alle, die sich dafür interessieren, wo ich vielleicht herkomme und wo ich vielleicht hingehe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich werde öfter mal gefragt, Biene, wo bist du denn eigentlich aufgewachsen? Oder Biene, wie kommt denn das alles, dass du gar keine Verwandten hast hier? Oder was weiß ich, ich werde öfter mal einfach gefragt und dafür mache ich dieses Video. Das ist jetzt was sehr Persönliches und das müsst ihr euch nur anschauen, wenn es euch interessiert natürlich. Gehört nicht in die normale Reihe der Kräuter- und Tier- und Naturvideos, die ich so mache. Ja, wo komme ich eigentlich her? Das ist jetzt sehr persönlich. Ich bin geboren in Forchheim in Bayern. Eigentlich in einer sehr intakten Familie. Papa, Mama und ich war die Erstgeborene und ich habe dann 3 Jahre später noch eine Schwester dazu bekommen. Und ja, wir sind dann in Erlangen in die Grundschule gegangen, also auch in Bayern. Und da war die Welt noch, ich sag mal, relativ heile. Allerdings war meine Kindheit schon davon sehr geprägt, dass meine Eltern extrem christlich waren. Und das Christentum auch immer stärker wurde und immer intensiver. Meine Eltern, die sind nämlich zu so einem Verein gefahren, der hieß Leben und Einheit. Ja, da war so ein Pastor, der hat da immer Reden gehalten und meine Eltern waren Feuer und Flamme und begeistert. Ich sag mal, das war eine Mischung aus charismatisch und baptistisch und evangelisch und ich weiß gar nicht, was genau. Es war auf jeden Fall nicht die normale Kirche, sondern es war was Besonderes. Wir sind jedes Ostern zu so einer Tagungsstätte gefahren und jedes Pfingsten und frag mich nicht, wie oft noch. Dann mussten wir da immer eine Woche bleiben und dann wurde da immer gepredigt und vormittags gab es Kindergottesdienst und vor jedem Essen wurde gebetet und abends wurde gepredigt und wir Kinder mussten in so eine Kindergottesdienstgruppe gehen und ich fand das alles schrecklich. Also eine Weile fand ich schön, als ich sehr klein war, weil ich halt klar die Gemeinschaft mochte. Als Kind mag man ja sowieso erstmal alles, was die Eltern mögen. Aber je älter ich wurde, als ich so 10 war, ging das schon los, dass ich das nicht mehr so toll fand. Ich wollte einfach nur mit meinen Puppen spielen und mir war das alles irgendwie seltsam. Ja, und das ist auch immer mehr ausgeartet. Meine Mutter, die hatte Krebs und als ich 12 war, musste sie operiert werden. Da war ich eine Weile bei meiner Oma und das hat eigentlich meine gesamte Kindheit getrübt, kann ich sagen. Das heißt, meine gesamte Kindheit, ab wo ich 10 oder 11 war, war getrübt von der Krankheit meiner Mutter. Das kann ich ihr ja nicht vorwerfen. Das ist ja normal, dass wenn die Mutter krank ist, dass man dann nicht alles so machen kann wie in einer normalen Familie. Aber bei mir war es halt wirklich so, dass diese Kombination, die Mutter ist krank und die Eltern sind so extrem gläubig, dazu geführt hat, dass ich vieles, vieles nicht durfte, was andere Kinder durften. Ich versuche das jetzt mal aufzuzählen, ohne da jetzt zu viel Negatives reinzugeben, weil es war aus heutiger Sicht schon wirklich schlimm. Aus damaliger Sicht empfand ich es als normal, weil man als Kind ja sowieso immer alles für normal erachtet, was man erlebt. Also meine Eltern waren zum Beispiel so eingestellt, dass ich an Fasching mich nicht als Teufel oder als Hexe verkleiden durfte, weil das ja nicht christlich genug ist. Ich durfte auch kaum was mit Märchen, also doch ein Märchenbuch durfte ich schon haben, aber viele Filme durfte ich nicht gucken. Ich habe zum Beispiel damals von Walt Disney das Dschungelbuch gucken dürfen, aber nicht solche Filme, wo böse Hexen drin vorkommen. Ich weiß jetzt gerade gar keinen, aber irgendwie sowas wie... Ja, Dornröschen war irgendwann erlaubt, komischerweise, aber es gab ja so verschiedene Märchen, zum Beispiel der Teufel mit den 3 goldenen Haaren oder sowas durfte ich nie gucken. Ich durfte auch diese ganzen Kinderfilme nicht gucken, wo es um Zauberei geht oder wo es mit Elfen und Wesen zu tun hat. Also ich wurde strikt ferngehalten von allem, was auch nur ein bisschen mit Magie zu tun hat. Meine Eltern waren der Meinung, wenn wir nur genug beten, dann könnten sie zum Beispiel ein Haus auf dem Land kaufen. Wir haben dann natürlich brav jeden Tag den lieben Gott darum gebeten. Und irgendwann haben meine Eltern ein Haus gekauft, nämlich in Bayern, in der Fränkischen Schweiz, bei Ebermannstadt haben sie dann ein Haus gekauft. Da war ich in der 6. Klasse. Da wurde einem dann gesagt, schön, ihr habt viel gebetet und es hat geklappt.
Damals war ich auch noch voll überzeugt, dass das alles stimmt. Ich bin dann auch brav zum Konfirmationsunterricht, habe irgendwie ganz brav alles gelernt, was der Luther gesagt hat, habe ganz brav die Gebote gelernt, konnte alles brav aufsagen, war eigentlich immer eine ziemliche Musterschülerin in der Schule. Glücklicherweise ist mir die Schule auch nicht schwer gefallen. Ich wollte in der Grundschule immer noch Lehrerin werden. Ja, aber ich war jetzt auch keine, die irgendwie sagte, Schule ist blöd. Ich bin da eigentlich gerne hingegangen. Es war eigentlich immer so für mich, mir fiel Mathe sehr leicht und mir fiel alles relativ leicht. Im Unterschied zu meinem Umfeld fand ich Schule eigentlich immer ganz gut, weil da habe ich mich gut aufgehoben gefühlt. Ich wusste, wenn ich alles richtig mache, dann bin ich angenommen und ich habe das meiste immer richtig gemacht. Und deswegen habe ich mich meistens angenommen gefühlt und da war meine Welt, sag ich mal aus heutiger Sicht, irgendwie intakt, weil ich in einem System war, das ich wuppen konnte und das System hat mich deswegen gelobt. Das war Zuckerbrot und Peitsche, aber ich habe meistens das Zuckerbrot bekommen, weil ich die 1 nach Hause gebracht habe, weil ich die 2 nach Hause gebracht habe, selten mal eine 3. Okay, das war dann auch noch, also meine Eltern waren jetzt nicht super streng, aber es war schon, ja, nächstes Mal machst du wieder eine 1 und dann habe ich die 1 wieder gemacht und war schon wieder alles gut. Ja, so war das halt. Und ich habe da jetzt auch nicht groß drunter gelitten damals, aber diese heile Welt, die hat mir für mein restliches Leben ganz schön Steine in den Weg gelegt. Ich bin also mit dem Glauben groß geworden, dass man einfach nur den lieben Gott genug bitten muss, bitte, 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 mach das. Und dann klappt das schon. Und dann wurde meine Mutter immer kränker. Die hatte am Schluss alle möglichen Krebsarten. Also es fing ja an mit Brustkrebs und es endete dann bei Knochenkrebs, was war das noch, Leberkrebs, alle möglichen Organe waren befallen, sie wurde immer kränker. Und als ich in die Pubertät kam, lag sie schon die meiste Zeit auf der Couch, konnte nicht mehr und hat mir quasi als Entschuldigung, dass sie nicht kann und dass sie mir nichts Gutes tun kann, hat sie mir oft ganz viele Süßigkeiten mit in die Schule gegeben. Ich weiß heute noch, dass sie mir packungsweise die Haribo zugesteckt hat und gesagt hat, hier Kind, ich kann gerade nicht, also ich kann mich nicht mehr bewegen, mir tut alles weh, aber hier, ich habe jemand einkaufen lassen, hier sind ganz viele Kekse und Knabbereien und schau doch, dass du das ein paar Freunden gibst, damit du auch Freunde hast und so. Und das habe ich damals auch gemacht. Das heißt, ich hatte so viele Süßigkeiten teilweise in der Schule dabei, die wollte ich ja gar nicht essen, so viel, dass ich meinen ersten Schwarm damals mit Gummibärchen beworfen habe, muss ich gestehen. Also unglaublich. Und ich hatte einfach zu viele Süßigkeiten dabei und das war so der Ersatz für Liebe, weil konnte ja keine Liebe von meiner Mutter kriegen. Die musste sich ja um sich kümmern und um ihre Krankheit. Ja, das war alles irgendwie ein bisschen tragisch, aber es hat immer geheißen, bete, 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 damit deine Mama gesund wird. Und ich habe das auch immer gemacht. Ich hatte ja dann irgendwann Konfirmation und das, ja, und meine Mutter ging es immer schlechter und dann kam eben die krasse Pubertät. Ich hatte, wie soll ich sagen, ich hatte schon eine krasse Phase. Ich war jetzt kein schlimmes Kind, ich war eher ein ruhiges Kind, aber ich habe auf jeden Fall alles, was ich gemacht habe und was mich interessiert habe, sehr extrem gemacht. Das heißt, ich habe Biologie geliebt. Meine Biolehrerin war damals mein größtes Vorbild, mein absolut größtes Vorbild. Und da habe ich auch versucht, sehr viel nachzueifern und habe zum Beispiel von ganz vielen Tieren und Pflanzen die lateinischen Namen auswendig gelernt und habe versucht, so wie sie, Wildvögel aufzuziehen und habe dann in der 7., 8. Klasse ganz viel mitgeholfen, Jungvögel aufzuziehen, auch während der Schulzeit. Wir hatten dann im Biologiezimmer hinten standen dann oft Vogelkäfige und da durfte ich dann auch irgendwann hin, weil bekannt war, dass ich das auch ein bisschen kann und da habe ich da auch ein bisschen mithelfen dürfen. Und ich war dann auch sehr viel reiten bei meiner Biolehrerin. Die hat oft ja, mir das Wochenende gerettet, weil ich dann dorthin durfte bei meiner Biolehrerin und es am Wochenende einfach das Highlight für mich war, weil meine Mutter, die konnte nichts mehr machen für mich. Und ich war dann sehr viel auch mit dem Pferd im Wald unterwegs, mit dem kleinen Pony war das eigentlich. Habe im Wald da ein bisschen reiten gelernt und gelernt, wie man die Vögel aufzieht und habe über Natur sehr viel gelernt und das hat mich sehr geprägt, diese Phase. Und irgendwann kam der Tag in der 10. Klasse, 10. oder 11., jetzt muss ich überlegen, ich war 16,5, es müsste 11. Klasse gewesen sein, nicht, dass ich mich vertue, also ich war 16,5 und wir waren auf Berlinfahrt mit der Schule und meine Mutter, die lag im Krankenhaus, das wusste ich, hatte mich verabschiedet von ihr und
sie hat noch gesagt, nee, Bienchen, du fährst auf Klassenfahrt, weil sie schon gemerkt hat, ich komme halt auch nie raus. Ich durfte halt meine gesamte Jugend zum Beispiel nie auf Party gehen. Also wenn andere in meiner Klasse Party gefeiert haben, dann hieß es immer, nee, da gibt es dann Drogen, da gibt es dann Alkohol. Das ist nicht im Sinne von Gott, das ist nicht im Sinne von Jesus. Wir wollen nicht solche Musik hören. Rockmusik war zum Beispiel verboten. Ich habe mir dann heimlich von der Freundin Nirvana auf eine Kassette damals noch spielen lassen und Nirvana war ganz cool für mich und ich habe auch angefangen, Hippie-Musik zu hören in der Zeit, Janis Joplin, Jimi Hendrix und das musste ich alles immer mit Kopfhörer und heimlich machen, weil meine Mutter, die meinte, das ist des Teufels. Diese Musik, da wäre rückwärts Teufelsanbetung draufgespielt und man müsste sich hüten davor und man müsste so aufpassen und ja, ich fand das natürlich alles ganz spannend, was ich nicht durfte, aber ich habe auch gesehen, dass das, naja, irgendwie nicht so ganz stimmen kann, weil ich habe die Musik ja gehört und bin deswegen trotzdem nicht des Teufels geworden, natürlich. Und ja, und dann kam dieser Tag, wo ich jetzt gerade anfangen wollte zu erzählen. Wir waren auf der Berlinfahrt und es war der zweite Tag und es kommt ein Anruf an die Jugendherberge, dass die Mutter von mir gestorben sei. Und das war so ein Riesenschock für mich. Es hat alles für mich in Trümmer geworfen, weil ich gedacht habe, dann hat ja das Beten nichts gebracht, dann stimmt das ja alles nicht, was meine Eltern mir all die Zeit erzählt haben. Dann stimmt ja eigentlich alles nicht, was ich gelernt habe. Und das hat mein ganzes Leben so zerstört, das hat meine ganzen ja, Falschinformationen, die ich in der Jugend erhalten habe, zertrümmert, was ja aber eigentlich auch gut war, denn dann habe ich zum ersten Mal erkannt, hey, es stimmt gar nicht, dass es das Beten ist. Wir müssen unser Leben alle selber in die Hand nehmen. Es hat gar nichts damit zu tun, wie viel wir sagen, bitte, bitte Gott. Und wie oft wir vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem Schlafen, nach dem Schlafen die Hände falten und irgendwelche Gebetssprüchlein aufsagen. Da ist mir klar geworden, damit hat es nichts zu tun. Es ist einzig und allein Schicksal, aber das wir auch beeinflussen können durch gesunde Ernährung, durch Lebensweise und so weiter und so fort. In dem Moment ging mir mit 16,5 ein riesen Licht auf, aber das Ausmaß konnte ich damals noch nicht erkennen. Für mich war das nur ein Schock, ein absoluter Schock. Und diesen Schock habe ich lange, lange Zeit nicht verarbeiten können, weil dann das Leben erst richtig losging. Ich habe in dem Moment in dem Schullandheim, wo wir waren, all meine CDs zerschlagen, alles, was mir wichtig war, ich habe alles kaputt gemacht. Ich hatte damals schon Kontaktlinsen, habe ich ja jetzt auch. Ich glaube, die habe ich kaputt gemacht oder meine Brille kaputt gemacht, ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass ich nichts sehen konnte, weil ich meine Kontaktlinsen nicht drin hatte, weil ich auch so viel geheult habe, auch so durcheinander war. Und eine Lehrerin, die sollte mit mir nach Hause fahren, zurück, weil ja die Beerdigung anstand und weil klar war, ich werde jetzt diese Klassenfahrt nicht zu Ende machen. Und sie wollte mir was Gutes tun und ist mit mir in eine Pizzeria gegangen. Und da ich sehr schlecht sehe, also heute habe ich, glaube ich, was habe ich denn jetzt gerade, minus 4,75, damals hatte ich minus 3,75, da kann man schon echt nicht gut sehen. Und ich saß in dieser Pizzeria und die ganze Welt um mich herum war verschwommen, weil ich es nicht sehen konnte optisch, aber ich konnte auch nichts mehr fühlen. Ich war wie gestorben, wie mitgestorben. War ein richtig, richtig schlimmer Moment meines Lebens mit 16,5. Und was danach passiert ist, war eigentlich noch schlimmer. Ich bin heimgekommen und wurde von meinem Vater und meiner Schwester empfangen am Bahnhof, glaube ich. Und wir sind dann nach Hause und es sollte die Beerdigung vorbereitet werden. Und mein Vater sagte noch vor der Beerdigung zu uns Kindern, dass er nicht lange alleine bleiben wird, dass er sich bald wieder eine neue Frau suchen wird. Und ich dachte, mich trifft der Schlag. Ich habe damals geschwiegen, ich konnte dazu nichts sagen. Bei der Beerdigung wurde ich betäubt mit irgendwelchen Tabletten. Es hört sich krass an, aber man hat mir irgendwas gegeben, was zur Beruhigung sein sollte. Deswegen kann ich mich heute leider, leider, leider an diese Beerdigung nicht erinnern. Und es ist so schade, weil es mit irgendwas unterdrückt wurde, was ich bis heute nicht weiß. Man hat mir damals als Kind einfach irgendeine Tablette gegeben. Und da ich total draufgängerisch drauf war, habe ich die einfach genommen. Krasse Geschichte, sage ich euch. Ja, und dieses Schwermütige will ich jetzt aber auch nicht so weiterführen. Trotzdem ist die Geschichte damals ganz schön hart weitergegangen für mich. Mein Vater hat dann mehrere Frauen gedatet. Kurze Zeit nach der Beerdigung hat er dann eine Frau kennengelernt. Die war für mich aus meiner Perspektive wie die böse Stiefmutter in Schneewittchen. Hatte schwarzes Haar, weiß ich noch, knallroten Lippenstift,
weiße Haut. Sie hieß genauso wie meine Mutter Gabi. Und sie war so böse, dass ich nicht mehr leben konnte. Die war so böse. Sie hat all die Erinnerungsstücke von meiner Mutter weggeworfen. Sie hatte null Verständnis für uns Kinder. Sie hat uns drangsaliert. Sie hat uns tyrannisiert. Sie hat zu meinem Vater gesagt, wir wären die unerzogensten Kinder der Welt. Wir wären undankbar. Wir wären, dabei muss ich aus heutiger Sicht sagen, ey, wir waren christlich erzogen. Wir waren so brave Kinder. Und klar haben wir mal einen kleinen Quatsch gemacht, aber wir waren völlig normale Kinder. Und meine Schwester ja noch 3 Jahre jünger, ich dann irgendwie so 17 und sie muss ja dann 14 gewesen sein. Das heißt, wir haben da die Hölle durchgemacht. Die hat, wenn ich von der Schule kam, waren die ganzen selbstgebastelten Sachen meiner Mutter in der Mülltonne und die Mülltonne stand an der Straße. Und mir liefen die Tränen runter, weil ich das gesehen habe und weil ich die Sachen damals gerne noch ein bisschen aufgehoben hätte oder einfach... ja, das Gefühl hatte, das ist jetzt meine Mutter, die da jetzt weggeworfen wird. Und es hatte auch keiner Verständnis. Und damals habe ich angefangen, mich selbst zu verletzen und mein Vater hat es nicht interessiert. Er hat einfach die Tür zugemacht und er hat gemeint, komm klar. Also jetzt mal so im übertragenen Sinne. Ich weiß nicht, was er damals genau gesagt hat, aber es war kein Gespräch möglich zwischen uns. Es war so schlimm für mich, dass ich mit 18 ausgezogen bin. Ich habe in einer Windeseile mit 18 meine Sachen alle, ich habe im ersten Stock gewohnt in dem damaligen Haus, ich hatte so einen kleinen Balkon, ich habe alles runtergeworfen, was mir wichtig war, habe es in das Auto meiner Mama gepackt, die hatte so einen ganz, ganz kleinen Toyota und bin mit meinem Iglu-Zelt weggegangen und habe mein Iglu-Zelt auf einer der Wiesen und Pferdekoppeln meiner Biolehrerin aufgebaut und habe 3 Monate während ich noch zur Schule ging, im Zelt gewohnt. Und es war ein Sommer, es war ein sehr warmer und verregneter Sommer. Und ich hatte all meine Schulbücher in dem Zelt. Und das Zelt wurde dann nach ein paar Wochen undicht. Ja, ist ja klar, das ist so ein einfaches Iglu-Zelt, das hält so ein Dauerregen auch nicht stand. Und meine Schulbücher waren dann alle klamm und feucht. Die Lehrer haben in der Schule gesagt, was ist los mit dir? Du lernst gar nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind von dir. Und deine Bücher sind alle so wellig und nass und was ist los? Und ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und ich hatte auch kein Geld und ich hatte auch keine Möglichkeiten. Und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ja, und in dieser Notlage war ich irgendwann mal in einem Supermarkt. Ich habe ganz, ganz wenig Geld gehabt. Ich glaube, ich habe nur das Kindergeld selber bekommen oder so. Da hat mich mein Onkel getroffen. Mein Onkel ist angeheiratet, also von meiner Tante der Mann damals gewesen. Also inzwischen nicht mehr verheiratet sind die beiden, aber damals waren sie halt verheiratet. Und mein Onkel hatte eine Landschlächterei auf einem Berg oben in einem verlassenen bayerischen Dorf. Da wurden in der Woche vielleicht, ich sag mal so circa 50 Schweine geschlachtet. Da gab es eine kleine Metzgerei, so ein Dorfladen, wie man das kennt. Da wurden so Dosen verkauft, wo man so... Bierschinken und Mettwurst und so Fleisch in Dosen kaufen konnte, aber auch Scheibenwurst. Und hinten war so ein Stall dran, wo die Schweine, die wurden angeliefert und die wurden dann, wenn sie sich beruhigt hatten, geschlachtet. Ja, und der Vater von diesem Onkel, alter Mann, der war auch gestorben in dem Jahr davor. Und da stand eine Wohnung frei. Als ich meinem Onkel erzählt habe, hey, ich lebe gerade im Zelt, hat er gesagt, Biene, du kommst zu uns. Komm zu uns und zieh in die Wohnung von meinem Vater. Ja, nun war das halt so, dass mein Onkel auch ein großes Problem hatte, weil diese Wohnung zu betreten, weil er den Tod von seinem Vater noch nicht überwunden hatte. Man hat mir quasi gesagt, hier ist die Wohnung, zieh ein. Und die Wohnung war möbliert, so wie der verstorbene alte Mann sie hinterlassen hat. Und ich konnte da erstmal wohnen. Ich konnte in Ruhe auf mein Abitur lernen. Ich bin heute meinem Onkel, falls er das sieht, sage ich mal hallo, sehr, sehr dankbar. Ich weiß gar nicht, was er jetzt genau macht, mein Onkel, aber... ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich damals da einziehen konnte. Ein Jahr lang habe ich dann da wohnen dürfen. Es war für mich auch eine krasse Erfahrung. Ich habe natürlich mit Möbeln, Handtüchern und Co. von diesem alten Herrn gewohnt und war damals in meinem jugendlichen Wahnsinn vielleicht auch ein bisschen zu weit gegangen. Ich hatte damals meinen ersten Freund und
Ich habe diese tristen, dunklen Möbel nicht ertragen können in der Wohnung und ich habe mir einfach Abtönfarbe gekauft, diese ganz knallbunte, und habe einen riesengroßen, bunten Regenbogen ins Schlafzimmer an die Wand gemalt. Und ich weiß nicht, es war wahrscheinlich Horror für meinen Onkel später, wo er die Wohnung betreten hat, dass ich da so bunt gemacht habe. Aber ich konnte diese öde, triste Einrichtung einfach nicht ertragen. In meiner Situation damals war das einfach Horror. Das ist jetzt noch die lustige Anekdote zu dieser Wohnung. Wie auch immer, ich habe dann da über der Landschlächterei gewohnt. Also unter mir wurden ein-, zweimal die Woche um 5 Uhr morgens Schweine geschlachtet. Ich habe das dann also morgens gehört, wenn dann diese Maschinen losgingen und an der Decke die Schweine an den Haken ja, weitergezogen wurden. Ich stelle das mir jetzt heute so vor. Ich war da auch ein paar Mal drin in diesem Schlachthaus. Ich habe da auch mitgeholfen. Ein paar Mal, nicht oft, aber ein paar Mal habe ich mitgeholfen. Weil man wollte sich ja auch erkenntlich zeigen, dass man da komplett umsonst wohnt. Ich habe da ein paar Mal bei so Schützenfesten oder so Essen mit ausgeschenkt. Diese Schweinsrüssel, die dann in dieser sauren Essigsoße schwimmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja so eine bayerische Delikatesse. Mir war so schlecht. Mir war so schlecht, Leute, ey. Ich wurde in dieser Zeit Vegetarier. Aber ich konnte mir auch nicht immer aussuchen, was ich esse, weil ich habe eigentlich das gegessen, was da so im Kühlschrank war bei denen. Und das war sehr, sehr viel Fleisch. Und wenn ich Glück hatte, war da Käse und dann habe ich den gegessen. Aber oft habe ich auch dann nur Brot mit Butter gegessen, weil in dieser Zeit ich einfach zum ersten Mal gesehen habe, wo kommt unser Fleisch her? Warum werden hier Tiere geschlachtet? Wie wird Wurst produziert? Ich habe gesehen, wie Hackklößchen gemacht werden. Ich habe gesehen, wie Würste hergestellt werden, wie die Wurstmaschine funktioniert. Ich habe das alles dort gesehen. Ich bin meinem Onkel heute sehr dankbar, dass ich da einmal so einen Einblick haben durfte und dass ich ein Jahr lang dort wohnen durfte, denn in dieser Zeit habe ich mich auf mein Abitur vorbereitet und das auch mit einer guten Note bestanden. Bin ich heute sehr dankbar, wobei mir das Abitur dann auch gar nichts genutzt hat, weil ich mein ganzes Leben inzwischen schon freischaffend und selbstständig unterwegs bin und noch nie in meinem Leben einer abhängigen Arbeit, also einer angestellten Arbeit, nachgegangen bin. Das liegt daran, dass ich ein absoluter Freigeist bin und noch nie mich so festbinden konnte, dass ich sage, ich werde jeden Tag, jeden Morgen, jede Woche, jeden Monat in einem Jahr irgendwie zu der gleichen Stelle rennen und die gleiche Tätigkeit verrichten. Dazu bin ich einfach zu vielseitig und das würde ich niemals aushalten. Und gut, das ist jetzt aber eine andere Geschichte. Ich habe also dieses eine Jahr bei meinem Onkel gewohnt, das Abitur mit gut bestanden und danach, wie ging es dann weiter, bin ich zu meinem ersten Freund nach Stuttgart gezogen. Der hatte da eine Dachkammer. Wir haben in einem Zimmer gehaust. Mini kleines Zimmer zu zweit. Ja, mein erster Freund, der war damals schon sehr jähzornig. Ja, lange Geschichte. Und dann haben wir uns eine Wohnung in der Nähe von Stuttgart, also in der Vorstadt, gemietet. Da war es dann ganz schön. Da hatte ich dann ganz viele Meerschweinchen, so ich weiß nicht, 9 oder 10 Meerschweinchen, die liefen da frei in meinem Zimmer. Das war eigentlich dann noch ganz gut. Allerdings war ich in dieser Zeit dann auf Suche, wie es mit meinem Leben weitergeht, wie ich dann ja, Geld verdienen möchte. Und in dieser Zeit ist mir dann auch die Härte bewusst geworden, mit der die Welt zuschlägt. Es wollte nämlich kein Jobcenter, keine, damals hieß es ja noch Agentur für Arbeit, wollte mir eine Ausbildung vermitteln. Die haben mir knallhart ins Gesicht gesagt, ja, sie haben zwar Abitur jetzt, aber wir sind nur dazu da, sie in Arbeit zu bringen, nicht in Ausbildung. Und ich konnte mich dann zwar selber um eine Ausbildung kümmern, aber sie haben mir nicht geholfen, in eine Ausbildung zu kommen. Das heißt, ich war ja ausbildungslos. Trotz des guten Abiturs wollten die mich in eine Hilfsarbeit vermitteln, weil ich ja nichts gelernt hatte, quasi. Und da wurde mir dann klar, diese ganzen Sätze meiner Eltern, mach mal schön Schule, mach mal schön Abitur, mach mal gute Noten, dann kannst du jeden Beruf machen. Ja, das haben sie immer zu mir gesagt. Kind, mach mal gute Noten, dann kannst du jeden Beruf machen, weil ich diesen Satz noch im Kopf habe. Ja, und dann konnte ich mir meinen Beruf ja überhaupt nicht aussuchen, denn die wollten mich in eine Wäscherei stecken, die wollten mich in eine, was war das, Zeitarbeitsfirma stecken, die wollten mich in alles Mögliche stecken. Und da ist mir dann zum ersten Mal bewusst geworden, hey, dieses scheiß Abitur, das hilft mir überhaupt nicht gerade. Weil die Welt so gestrickt ist, dass es gar nicht darum geht, dass du optimal eingesetzt wirst, sondern dass du möglichst schnell aus der Statistik raus bist, nämlich aus der Statistik der Arbeitslosigkeit.
Und denen ist völlig egal, ob du dich verwirklichst oder nicht. Und ja, hier stoppe ich jetzt dieses Video, sonst wird es zu lang. Das war der Start in mein Leben, also von Kind bis 18. Und wie es dann weitergeht, mache ich vielleicht mal irgendwann anders in einem anderen Video. Jo, jetzt wisst ihr, wie es bei mir abging, bis meine Schule vorbei war. Aber aus mir ist ja was geworden, sage ich heute immer. Denn ja, YouTuberin kann jeder werden. Nee, ich bin ja nicht YouTuberin, sondern ich bin ja jetzt Musikerin, freischaffende Künstlerin und habe 12 Jahre lang Batik-Workshop auf Festivals gemacht, kann ich kurz noch sagen. Und mache nebenbei jetzt gerade auch noch Haushaltshilfe. Das heißt, also irgendwie geht es immer weiter. Also ich habe viele selbstständige Tätigkeiten in meinem Leben gemacht und mache noch und bin immer weiter dabei, das auszubauen. Und so ein Freigeist, wie ich bin, werde ich nie wieder angepasst und normal. Und gelernt habe ich aus dieser Kindheit und diesem Leben, erstens, diese ganze Glaubensgeduselei, die geht mir heute am Arsch vorbei. Entschuldigung für die Worte, aber ist einfach so. Wenn Leute mir mit so Glaubenssachen ankommen, kann ich nicht mehr für voll nehmen, kann ich nicht mehr für voll nehmen nach der Geschichte. Oh, die Sonne kommt gerade so schön. Ja, ich verfolge deswegen den naturreligiösen Glauben. Also es ist ja kein Glaube in dem Sinne, sondern ich bin naturreligiös. Das ist also für mich keine Religion, sondern das ist der Ursprung von allem. Das heißt, für mich ist nichts heilig außer die Natur. Die Natur ist heilig und sonst nichts, Leute. Das ist es nämlich. Und ich bete keine Götter an. Prinzipiell bete ich keine Götter an. Weder die keltischen, ich finde das ganz interessant, was die Kelten alles mal so geglaubt haben und was die angebetet haben. Und ich interessiere mich auch sehr für die Kelten. Aber ich denke, das waren alles Symbolfiguren. Und für mich ist Glaube immer was fürs einfache Volk, um dem einfachen Volk wichtige Regeln beizubringen. Ja, Punkt Nummer zwei, was ich aus meiner Kindheit und meiner Jugend mitgenommen habe: Es gibt keine Sicherheiten. Alle Sicherheiten, alle Stabilität im Leben kommt nur aus dir selbst. Alle Versicherungen helfen dir nicht. Kein Mensch gibt dir Sicherheit. Du musst sie in dir selbst finden, die Sicherheit. Denn jeder Mensch kann sterben und wegbrechen. Wo meine Mutter gestorben ist, wo meine Familie sich abgewendet hat, wo mein Vater sich abgewendet hat, sich selbst nicht mehr an die christlichen Regeln gehalten hat, um für mich da zu sein und Nächstenliebe, sondern wo er sich selbst abgewendet hat und mich im Stich gelassen hat, da ist mir bewusst geworden, es gibt keine Sicherheit. Du kannst nur Herr deiner eigenen Sicherheiten werden und für deine Sicherheit selbst sorgen. Und wenn du keine Sicherheit hast, bist du halt ein freier Mensch, aber kein sicherer mehr. Und ich habe auch erlebt, Sicherheit ist eigentlich nur eine Illusion. Also, das ist eine Einbildung. Ihr bildet euch ein, ihr seid versichert und deswegen kann nichts passieren. Oder ihr bildet euch ein, ihr habt einen festen Partner und der ist für euch da. Der kann aber auch jeden Tag beim Verkehrsunfall sterben. Es klingt jetzt voll krass, aber es kann so sein. Und deswegen müsst ihr auch immer auf eigenen Beinen stehen und nicht euch auf andere verlassen. So, was war noch? Nummer drei, was ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, ist die absolute Liebe zur Natur, zur grünen Farbe. Also ich habe mal irgendwann so ein Freundesbuch gesehen, wo man als Kind so reinschreibt, dein Lieblingsessen, dein Lieblingshobby, deine Lieblingsfarbe. Und damals war schon grün meine Lieblingsfarbe. Hellgrün habe ich da reingeschrieben. Werden wollte ich Lehrerin, ganz lange wollte ich Kunstlehrerin werden. Ich habe mich auch nach dem Abitur noch an mehreren Unis beworben und ja, also die ganzen Träume aus der Kindheit, die sind natürlich irgendwie noch da. Aber ich wusste natürlich nicht als Kind oder Jugendliche oder mit 18, dass Kunstlehrerin auch nicht heißt, Künstlerin zu sein, sondern dass man da auch um 8 Uhr morgens seine Schüler unterrichten muss und dass man da ein sehr, sehr, sehr abhängiges Leben führt. Und dass ich jetzt Künstlerin bin, ist eigentlich viel, viel besser als Kunstlehrerin. Ich habe zwar viel, viel weniger Geld und nage immer am Hungertuch, sage ich mal, irgendwie mehr oder minder, aber jetzt bin ich wirklich Künstlerin und das ist doch, was ich eigentlich sein wollte. Ja, was habe ich noch mitgenommen aus meiner Kindheit? Die Liebe zu den Tieren auf jeden Fall. Ich danke meiner Mutter, dass sie mir damals dann doch Meerschweinchen erlaubt hat, als ich 12 Jahre alt war, glaube ich. Meerschweinchen durfte ich haben. Die waren auch nicht des Teufels, Leute. Unglaublich. Und ja, das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, Tiere zu lieben. Und ich danke meiner Mama,
die da irgendwo herumschwebt, nee, nicht im Himmel, sondern in der Natur, in allem, dass sie mich musikalisch erzogen hat. Egal wie, sie hat immer geguckt, dass ich Musikunterricht bekomme, dass ich zum Flötenunterricht gehen kann. Und der war verdammt teuer damals. Und dass ich dann noch Altflötenunterricht bekomme und dass ich 7 Jahre lang Sopranblockflötenunterricht bekommen habe. Und als ich das fertig hatte, dass ich dann Akkordeonunterricht bekommen habe. Nee, es war teilweise, hat sich's überlappt. Ich bin teilweise dreimal die Woche beim Musikunterricht gewesen als Kind. Einmal Altflöte, einmal Sopranblockflöte und einmal Akkordeon. Und dass sie mein Akkordeon mit dem Stadtbus auf einem Handwagen jede Woche zur Musikschule gefahren hat, da bin ich ihr sehr, sehr dankbar heute. Und dass ich dann in der Jugendphase, wo sie schon sehr krank war, auch noch anfangen durfte, Saxophon zu spielen, das war einfach unglaublich lieb von ihr. Denn als sie gestorben ist, hat mein Vater diesen Saxophonunterricht nicht mehr bezahlt. Weil ich ja ausgezogen war, wollte er das nicht mehr bezahlen. Ja, und dann gab es auch noch mal einen Versuch einer Aussprache mit meinem Vater damals, aber der hat mich dann sehr knapp gehalten. Also da gab es dann keinen Support mehr, auch keinen Musikunterricht mehr. Als meine Mama gestorben war, war es vorbei mit Musikunterricht und alles, was ich bis dahin mitnehmen konnte, hilft mir heute, Musik zu machen. Ich kann Noten lesen, ich kann alles vom Blatt spielen, ich kann alle Töne lesen. Ich kann nur sagen, danke Mama, dass ich das lernen durfte. So, das hilft mir auf jeden Fall. Und die ganze Geschichte, so hart sie jetzt war, dass ich sie so erzählt habe, die hat mich zu dem Freigeist gemacht, der ich heute bin. Und ich möchte gar kein anderes Leben führen. Ich bin so froh, dass ich ein Freigeist geworden bin. Frei in hier, Mindset. Frei im Mindset. In diesem Sinne, jetzt wisst ihr alles über meine Jugend. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch ein Video, wie es dann weiterging, wie ich dann weitergemacht habe. Da gibt es nämlich auch noch ganz schön krasse Stories. Aber nicht alles in einem Video, weil jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Und das kann ja dann keiner mehr hören. In diesem Sinne, Grüße aus einem wunderschönen Buchenwald. Gehabt euch wohl, Leute. Bis irgendwann.